Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Ja, heute soll es mal wieder ein aufgebraucht Video geben. Das letzte ist ja schon wieder eine Weile her. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Ja, es hat sich mal wieder einiges angehäuft bei mir. Das ist meine große Tüte. Ja, die quillt bald über. Also es ist jetzt schon wieder ziemlich lange her, dass ich ein aufgebraucht Video gemacht habe und ja, einfach ganz schnell anfangen, damit ich denn, ja, das ganze Zeug auch dann einfach ja, wegschmeißen kann, weil ja, ist auch nicht so toll. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Das habe ich gleich dreimal. Und zwar meine Haarfarbe. Ich stelle das hier mal rüber. Dann greife ich nämlich einfach bloß rein. Ja, das ist nach wie vor die Schwarzkopf Perfect Mousse Permanent Schaumkoloration in 586 Mahagoni Braun. So sieht die aus. Mit der bin ich nach wie vor super, super zufrieden. Die Farbe gefällt mir einfach super und ja, die Haltbarkeit ist gut. Es ist halt ja, so ein rötlicher Ton, wie man auch sieht. Ja, das Problem ist halt einfach, das wäscht sich halt relativ schnell aus. Es ist halt rot, hält sich halt immer nicht ganz so gut, aber es geht. Ich komme eigentlich so mit 4, 5 Wochen ganz gut hin. 3 sind es jetzt, weil ich habe zweimal meine Haare gefärbt und einmal habe ich meine Extensions gefärbt. Deswegen habe ich jetzt in dieser kurzen Zeit gleich 3 Packungen aufgebraucht. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, so alle 4, 5 Wochen komme ich da eigentlich ganz gut mit hin. Ohne dass es halt zu sehr ausbleicht. Also es bleicht schon aus, man sieht es dann auch, also ich jedenfalls, aber ja, es geht. So, dann habe ich einmal Maxi Wattepads und zwar 40 Stück. Das sind jetzt die vom Kaufland. Ja, wie ich ja schon jedes Mal sage, da bin ich relativ anspruchslos. Da habe ich mir diesmal, glaube ich, welche vom Rossmann gekauft. Also ja, das ist mir dann eigentlich egal. So, dann habe ich einen Nagellackentferner acetonfrei von Today. Ich glaube, den gibt es beim Penny oder so. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Jedenfalls ist der jetzt leer. Ich muss ja immer gucken, ich lackiere ja meine gegelten Nägel immer. Und da muss ich ja gucken, dass halt der Nagellackentferner acetonfrei ist. Weil halt, wenn er acetonhaltig wäre, das greift halt das Gel an. Mein Gott, meine Haare. Ja, das greift das Gel an, deswegen ist es der hier. Habe ich mir natürlich auch schon nachgekauft. Von irgendwo, ich weiß nicht, mir ist das eigentlich egal, also ich kaufe die irgendwo. So, dann habe ich von Yves Rocher meine heißgeliebte Pure Camille Zartpflegecreme, heißt die, glaube ich. Vergesse es jedes Mal. Ja, die liebe ich ja total im Herbst, Winter. Die riecht ganz toll. Oh, nach Kamille. Ich liebe den Geruch. Ja, ich habe auch schon wieder eine in Benutzung. Ich glaube noch, ich habe dann noch eine im Schrank, also ja, da sind immer 125 Milliliter drin. Ich kaufe die meist im Angebot, dann kosten die so, ich glaube 3, 4 Euro kostet es dann. Man kommt relativ lange mit hin, weil die Creme ist so, ja, schon sehr reichhaltig. Also man braucht auch nicht viel. Andererseits, es lässt sich auf der Haut schön verteilen. Also es ist nicht zu fettig. Also ich finde die einfach super von der Konsistenz her und von allem. Also, und die pflegt halt einfach, ja, die gestresste Winterhaut super. Also ja, die wird jeden Herbst, Winter wieder neu gekauft. Also dann habe ich einmal von Reval de Loup Mandeltraum 3-in-1 milde Reinigungstücher. Ja, die fand ich nicht so toll, weil, weiß nicht, so richtig haben die, manchmal, wenn ich so ganz faul, wenn ich vielleicht spät erst von der Disco oder so mal nach Hause gekommen bin, dann schminke ich mich meistens komplett mit solchen Reinigungstüchern ab. Auch die Augen, und das ging überhaupt nicht. Hier steht zwar drauf, dass es auch wasserfestes Make-up entfernt, aber ja, so toll fand ich das nicht. Also das hat mich nicht überzeugt. Da musste man ziemlich doch rubbeln, bevor da irgendwie auf die Wimperntusche runtergeht. Und ja, also nee, muss ich nicht nochmal haben. Ich habe jetzt auch andere gekauft. So, dann habe ich hier noch so ein Haushaltsprodukt, und zwar von Dumol, die feuchten Allzwecktücher in der Geruchsvariante Exotik. Die kaufe ich auch immer wieder ganz gerne, weil ja, die sind ganz gut so für zwischendurch. Die habe ich in der Küche stehen und ja, finde ich eigentlich ganz gut. So, dann habe ich leer gemacht, natürlich wieder Kamille, von The Body Shop meine Cleansing Butter.
Natürlich, wie gesagt, auch Kamille. Die ist jetzt mal wieder leer gegangen. Haben natürlich auch schon eine neue bei mir liegen. Ja, das ist halt auch, man bekommt wirklich, wie man sieht, ich habe da nichts ausgespült. Man bekommt mit dem Wattepad restlos alles raus. Also wirklich bis zum letzten Tropfen kann man da alles verwenden. Weil ich gehe da halt immer mit einem sauberen Wattepad halt rein und ja, dann auf die Augen. Da sind jetzt 90 Milliliter drin. Also ich muss mir das jetzt mal aufschreiben, wie lange so eine Tube hier, also nicht Tube, Schachtel hier halt hält. Weil ich komme sehr lange damit hin. Aber ich will jetzt mal genau gucken, wie lange ich damit hinkomme. Ich schreibe mir das mal auf und dann werde ich mal berichten, weil sie ist halt doch relativ teuer. Es sind halt nur 90 Milliliter. Aber wie ich schon ganz oft gesagt habe, ich vertrage die super. Davon brennen meine Augen nicht und holt mir alles von den Augen. Also ja, ich kaufe sie immer wieder. So, dann habe ich einmal von Fußwohl. Das ist auch von Rossmann. Ein Fußbad erfrischt müde Füße mit totem Meersalz. Ja, das war okay, das hat ganz gut gerochen. Also gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Ich habe, glaube ich, auch schon wieder eins da. Das ist, glaube ich, ein anderes, aber ja, Fußbad halt. Da bin ich nicht sehr anspruchsvoll. So, dann habe ich nochmal Wattepads und zwar diesmal normale, diese kleinen. Die sind jetzt natürlich wieder von DM. Und zwar sind das die 140 Wattepads. Ja, so sehen die aus. Ihr wisst ja, ich liebe die DM-Wattepads, diese kleinen. Ja, kommt mir auch nichts anderes dran. Und habe natürlich wieder etliche Backups zu Hause. Deswegen konnte ich gleich wieder Neues anfangen. So, dann habe ich einen Badezusatz. Und zwar von Dresdner Essenz war das ein Sprudelbad. Und zwar Sinnlichkeit und Exotik hieß das. Oh, das hat super fruchtig gerochen. Das Wasser war dann auch so leicht pink. Pink-rosa so. Also das war wirklich richtig angenehm. Aber das riecht total fruchtig, total angenehm. Ich glaube, das gibt es auch immer. Also das ist jetzt keine Limited Edition oder so. Ja, das ist super toll. Also wenn ihr könnt, schnuppert mal dran. Ich finde das wirklich super. Also allgemein alle Badezusätze von Dresdner Essenz gefallen mir eigentlich ganz gut. Also ich hatte jetzt noch keins, was mir jetzt nicht vom Duft oder irgendwie nicht gefallen hätte. So, dann habe ich einmal Wattestäbchen. Die waren jetzt, glaube ich, vom Aldi. Das waren 300 Stück. Die habe ich immer an meinem Schminktisch stehen. Ja, die sind jetzt leer gegangen. Da habe ich natürlich auch schon wieder neue gekauft. So, dann habe ich ein Haarspray und zwar von L'Oreal Professionnel. Das, wie ist das? Infinium? Naja, jedenfalls war das so ein kleines Haarspray. Das habe ich, glaube ich, zu Weihnachten beim Friseur bekommen, meine ich. Das sind 75 Milliliter. Also ich muss sagen, das hat mir gut gefallen. Das kommt fast schon an mein Lieblingshaarspray. Und zwar dieses von, das ist auch von... Ich weiß jetzt gar nicht, woher es ist, aber ich habe es ja schon oft gezeigt. Aber das ist auch, das sprüht auch sehr, sehr fein. Das riecht ganz angenehm und es hält halt auch die Haare gut da, wo sie sein sollen und verklebt nicht, lässt sich gut ausbürsten. Also ja, das war wirklich auch nicht schlecht. Ich habe noch eine Flasche zu Hause, weil mein Papa, glaube ich, hatte beim Friseur dann auch Haarspray bekommen und der braucht eigentlich keins, deswegen habe ich das bekommen. So, dann habe ich hier einmal von Penaten Baby und zwar dieses extra milde Baby Shampoo. Das benutze ich nämlich immer zum Pinselwaschen. Und da hole ich mir halt immer so eine große Flasche, da sind 400 Milliliter drin. Ja, riecht halt ganz... kommt gleich nochmal Seifenblasen mit raus. Ja, riecht halt ganz, ganz fast nach gar nichts, also halt so... Baby-Shampoo halt riecht. Wie gesagt, das nehme ich für meine Pinsel, weil ich denke mir, was man für Babys nehmen kann, kann für meine Pinselhaare nicht verkehrt sein. Also, und ich komme bis jetzt ganz gut damit. Da fallen jetzt auch keine Haare aus von den Pinseln oder irgendwas. Deswegen, ich habe auch schon wieder eine neue Flasche gekauft. Benutze ich das auch immer wieder. So, dann habe ich natürlich wieder ein Kamillenprodukt. Auch von Yves Rocher. Und zwar ist das die Pure Camille Reinigung und Lotion 2 in 1. Ja, das benutze ich immer morgens, einfach um das Gesicht zu reinigen. Wie gesagt, auch Kamille drin. Finde ich ganz gut. Jetzt mittlerweile ist es, es war früher mal flüssig. Jetzt mittlerweile ist es eben dieses 2 in 1, heißt es hat so eine cremige Konsistenz.
Aber ja, ist trotzdem noch das gleiche Produkt. Wie gesagt, nur die Konsistenz hat sich verändert. Habe ich auch schon wieder ein neues da. Gibt es nicht so viel zu sagen. So, dann habe ich hier einmal von Rossmann so eine kleine Packung mit 50 Wattestäbchen leer gemacht. Die habe ich immer im Badezimmer zu stehen. Und ja, ich habe mir jetzt einfach ein neues gekauft. Ich hätte mir jetzt natürlich auch einen Nachfüller kaufen können. Aber ich habe mir einfach eine neue Packung gekauft und dann, ja, geht das halt auch. So, dann habe ich, muss mal hier ein bisschen sortieren, zwei kleine Parfumproben leer gemacht. Und zwar einmal von Max. Ja, von Max halt so ein kleines. Und einmal von Coco Mademoiselle habe ich, also von Chanel habe ich Coco Mademoiselle leer gemacht. Zwei so eine kleinen waren das. So, dann natürlich einmal wieder meine Kontaktlinsen, die Biomedics Evolution 55. Ne, Biomedics 55 Evolution, so rum. Ich habe die schon so oft in die Kamera gehalten und weiß noch nicht, wie sie heißen. Ist natürlich auch wieder eine neue Packung da, die brauche ich ja jeden Monat. Sonst bin ich leider fast blind. Na gut, Brille habe ich noch, aber ja. So, dann habe ich jetzt noch zwei, drei Gesichtssachen. Und zwar einmal von The Body Shop mein Seaweed Clarify Night Treatment. Das ist halt für Mischhaut. Das ist halt so ein mit so einem Pumpspender hier oben. Ist halt so eine Gelcreme, also sehr leicht. Und was ich halt toll finde, man sieht es hier an der Seite, man kriegt da wirklich restlos alles raus. Da ist wirklich kein Produkt mehr drin. Also ja, das ist wirklich auch sehr ergiebig. Wie gesagt, auch nicht ganz günstig, aber ich bin mit den Produkten von The Body Shop einfach sehr zufrieden. Und ja, ich brauche eigentlich nichts anderes. Wie gesagt, es ist halt dann doch erstmal ein bisschen teuer, aber die sind halt sehr ergiebig, die Produkte. Und ja, da kann man das dann schon mal ausgeben. So, als nächstes habe ich eine Augenpflege von Rival de Loup. Das ist die Hydro Wohltuende Augencreme für feuchtigkeitsarme Haut. So sieht es aus. Also mit der war ich auch sehr zufrieden. Hat ihren Job gut getan. Ich habe jetzt, zur Zeit habe ich jetzt wieder die Baby More Augencreme, weil das ist ja meine Lieblingsaugencreme. Und dann habe ich noch von The Benefit It's Potent Eye Cream. Die hatte ich in irgendeiner Box drin. Also die fand ich auch ganz gut. Hat mir ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, an meine BB More Augencreme kam es jetzt noch nichts ran. Das ist meine Lieblingsaugencreme. Aber wie gesagt, die war auch nicht schlecht, bloß es war halt blöd ein bisschen. Das ist hier so ein kleiner Glaspot und man kommt halt schlecht ran. Also gerade jetzt, ich habe jetzt relativ, also für meine Verhältnisse schon wieder lange Nägel. Und ja, da war das immer ein bisschen doof. Da hatte man immer die ganze Creme unter den Nägeln, aber es ging. Ich habe es dann irgendwann mit dem Wattestäbchen rausgemacht. So, und jetzt habe ich noch ein paar kleine Sachen. Und zwar habe ich hier einmal einen Lip Liner quasi leer gemacht. Also ich wollte ihn noch anspitzen, aber da ist mir dann, also da geht gar nichts mehr. Sobald ich anspitze, bricht halt permanent die Spitze ab. Deswegen muss der jetzt weg. Das war von Catrice, glaube ich, einer. Nee, man kann leider die Farbe auch nicht mehr erkennen. Ich glaube, es war einer von Catrice. Also das ist mehr so ein Rosé-Newton gewesen. Sehr schön. So, dann habe ich einmal auch von Catrice den Eyebrow Filler Perfect in Shaping Gel, also ein Augenbrauengel habe ich leer gemacht. Benutze ich auch super gerne. Ich habe auch wieder neues da. Ja. So, dann noch ein Augenbrauenprodukt. Man kann leider darauf gar nichts mehr erkennen. Das ist so abgegriffelt. Das war auch von Catrice, dieses Eyebrow Set. Ja, ist mir dann leider auch der Deckel abgebrochen und ja. So sieht das, so sah das dann mal aus. Ich habe da auch wirklich alles restlos rausbekommen. Also ja, super ergiebig. Also für den Preis und die Farbe ist toll. Und wie gesagt, ich komme damit mega lang hin. Und man bekommt wirklich auch alles raus zum Schluss dann. So, jetzt noch ein Catrice-Produkt. Das war aber dann, glaube ich, auch das letzte. Und zwar die Catrice Glamour Doll Volume Mascara in Schwarz. Das ist ja meine Lieblingsmascara. Da habe ich auch wieder eine neue. Also ich benutze ja meistens zwei, immer irgendeine andere und definitiv diese Glamour Doll. Die liebe ich einfach. Die hat hier dieses relativ dünne Gummibürstchen, aber ich komme trotzdem ganz gut damit zurecht. Also ja, ist eine ganz tolle Mascara. So, und jetzt kommen wir zu meinen zwei letzten Produkten. Und zwar einmal von La Mer, die Flexible Body and Bath Fußpflegecreme.
So sieht die aus. Eigentlich fand ich die Produkte von La Mer ganz toll, aber diese Fußcreme, also die hat es nicht so gebracht. Das war beim Auftragen, die war wie, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, wenn die so auf dem Fuß war, das ist gar nicht so richtig eingezogen. Es war einfach nur wie so ein Film auf den Füßen und es hat aber auch nicht wirklich gepflegt. Also wenn die Füße halt so ein bisschen rau waren, hat man sich eingecremt und hat zwar diesen Film auf den Füßen gehabt, aber am nächsten Tag waren die genauso trocken wie am Abend vorher. Also das hat mich nicht überzeugt. Ich habe sie halt leer gemacht, weil ich hatte die, glaube ich, in einer Medpacks Wohlfühlbox, meine ich. Also die Fußpflegecreme, weiß nicht, die hat mir nicht gefallen. Also war nicht mein Fall. So, und als letztes habe ich von Gistkur hier eine Ultimate Repair Soforthilfe Intensivkur für sehr geschädigtes und trockenes Haar. Das ist so eine kleine Anwendung. Ja, war ganz okay, Geruch war gut, also hat die Haare schön gepflegt. Mache ich ab und zu mal, dass ich mir so ein kleines kaufe und ja. Das war's, meine Tüte ist leer. Der Beweis, ja. Und dann würde ich das Video schon mal wieder beenden. Ich habe schon wieder ganz schön lang gequatscht. Wie immer freue ich mich natürlich über Kommentare, über Anregungen oder Kritik oder Videowünsche, egal was. Auch Daumen nach oben und abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal. Da freue ich mich auch sehr drüber. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!